Moin, Alles moin. klar, ja. Moin oder moin aus Berlin. Ja, viele Grüße nach Darmstadt. Ich kann heute leider nicht persönlich da sein, was mir natürlich sehr leid tut. Und ich wäre jetzt auch viel lieber vor Ort und würde direkt vor euch stehen, weil das macht auch mir viel, viel mehr Spaß. Deswegen versuchen wir es heute mal so. Das sind knapp 1,5 Stunden hatten wir insgesamt oder habe ich insgesamt dafür eingeplant. Natürlich auch noch für eine Q&A-Session. Mal gucken, ob wir das noch so hinkriegen. Ja, wenn ihr meinen Kopf manchmal so bewegen sieht, seht, dann bedeutet das, ich habe ja gerade drei Monitore vor mir. Ich muss immer mal hin und her schauen. Ich bin aber gedanklich immer bei euch. Gut, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute mit einem oder bei Hetzner einen Proxmox-Server einrichten. Was ihr dafür natürlich braucht, ist ein Kundenkonto. Das werden wir heute jetzt nicht machen. Ich gehe davon aus, dass jeder hinkriegt, ein Kundenkonto zu erstellen. Was wir dann machen, das zeige ich zumindest bis zu einem bestimmten Punkt noch, wie man einen Server bestellt. Also wir brauchen entweder einen Dedicated. Das bedeutet, das ist ein neuer, der ein bisschen Geld kostet oder ein bisschen mehr Geld kostet. Oder wir holen uns einfach eine Serverbörse, die sind immer deutlich günstiger. Wenn wir das Ganze denn aufsetzen oder bestellen, geben wir da schon einen SSH-Key ein. Da gehe ich dann auch nochmal drauf ein. Wir brauchen nachher noch die IP-Adresse, die dürfen wir nicht vergessen. Wir booten dann oder loggen uns dann per SSH in das System ein und fangen an mit der Installation. Das machen wir dann mit diesem Install-Image, was da steht. Da gehe ich dann auch noch genauer drauf ein. Ja, und Sinn des und Ziel des Ganzen ist es, dass wir dann nachher einen Proxmox-Server haben, der nur eine Public-IP-Adresse hat, mit der wir dann mehrere virtuelle Systeme dahinter betreiben können. Ich habe da ein paar LXC-Container vorbereitet. Ich werde auch eine richtige VM dort verwenden, an dem man das alles so ja, demonstrieren kann. Einer der zentralen Bausteine ist also neben der Netzwerkkonfiguration, auf die es eigentlich jetzt ankommt, das ist so quasi das Kernstück des Ganzen. Wer sich ein bisschen mit auskennt, dem wird wahrscheinlich das auch reichen. Und noch ein Proxy-Manager, der dann die ganzen Anfragen an die entsprechenden Server dahinter in die richtigen Netze weiterleitet. Das schaffen wir in, glaube ich, etwas über eine Stunde, dass wir dann noch ein bisschen Zeit haben für Q&A. Ja, fangen wir an. Wir gehen jetzt mal auf die Hetzner-Seite. Also ihr seid angemeldet, habt schon einen Account und wollt dann einen Server bestellen. Da geht er hier auf die Bestellung. Ich habe jetzt hier leider das Problem, dass die Maus nicht mitgenommen wird. Das kann ich gerade nicht ändern. Ich werde dann die Punkte ansprechen, dass ihr so wisst, wo ich gerade bin. Ihr habt unter den Top-Angeboten findet ihr immer eine gewisse Auswahl. Meistens sind so diese drei von irgendwelchen Servern, die sie euch da anbieten. Ihr seht an den Preisen schon, ja, ist schon ein bisschen mehr und das kriegen wir günstiger. Hier geht es dann zur Serverbörse, wer die noch nicht kennt und ganz hinten rechts, ne, da ist auch noch mal ein Link, das erkennt man nicht sofort. Ersteigern Sie Ihren Server in der Serverbörse. Eigentlich ist es kein Ersteigern, ich wähle den aus, bestell den, fertig. Ja, das machen wir jetzt. Dann sehen wir auch gleich mal die Preise. Mal schauen, was heute aktuell ist. Da sind wir in der Serverbörse. Ah, sind ein paar weniger geworden. Heute sind es nur 1269 Server, die zu versteigern oder zu verkaufen sind. Man kann hier noch ein paar Filter setzen. Ich brauche für einen Workshop brauche ich immer AMD. Das kann ich dann hier auswählen. Hier nehmen wir das günstigste, was wir gerade finden. Gestern war, ja, hier ist er sogar noch. Ach, nehmen wir sogar den. Da haben wir einen Intel Core i7, der soll uns reichen. 64 Gig RAM ist auch ganz gut. Und für die Demo, wir brauchen nicht viel, ne? Wir wollen ja einfach nur einen Proxmox drauf laufen lassen. Das heißt, den würde ich jetzt hier bestellen. Dann klicke ich auf Bestellen. Dann kriege ich nochmal so eine kleine Übersicht. Was oder wie die Preise oder wie der Preis sich zusammensetzt. Da sieht man auch, da sind 2,02 € für eine IP-Adresse mit dabei, für eine IPv4.
Ja, und hier können wir dann, wenn wir ein bisschen runterscrollen, na, wir wollen einen neuen Public Key erstellen. Ja, zack, so, das machen wir jetzt. Das ist das, was ich eben in der Übersicht schon mal angesprochen hatte. Den packen wir jetzt rein. So. Wie machen wir das? Ich habe auf der einen Folie, seht ihr das auch nochmal, aber wir machen das einmal hier ganz schnell. Ich wechsle ins Terminal. Jo, sieht gut aus. Terminal ist da. Wir stellen jetzt einfach mal einen Public Key, den wir hier reinpasten. Den lösche ich auch gleich wieder. Dann machen wir dann mit SSH-Key gen minus T minus F und das nenne ich jetzt mal MRMCD 2024. Ich habe jetzt extra nicht das Punkt SSH davor gestellt. Ich will das nicht in meinen üblichen haben. Ich will nur zeigen, so ist der Befehl, so funktioniert das. Dann fragt er mich noch nach Passphrase. Gebe ich natürlich eine ein. Nochmal. So, und jetzt haben wir einen Key. Das war es schon. Und wenn ich den jetzt da reinpasten will, dann mache ich das mit dem berühmten einfachen Cat. Und zwar nehme ich den Public Key, nicht den Private Key. Und das mache ich oder paste ich halt. Ich bin ja auf dem Mac, wie man unschwer erkennen kann. Na, oder dass das ja, pipe ich zu pbcopy. Dann habe ich es mir gleich in der Zwischenablage und dann brauche ich nur wieder hier rüber wechseln auf meinen Browser. Steuerung V, habe das reingepastet und sieht so, so sieht es aus. Was ich jetzt eben nicht gemacht habe, ich habe keinen Kommentar hinzugefügt, das mache ich normalerweise immer noch. Ja, das macht man denn, wenn man sowas erstellen möchte, einfach der Vollständigkeit halber. Da kommt dann noch ein Minus C. Ein Kommentar dazu. Ja, ich will den jetzt überschreiben. So, da habe ich, machen wir es nochmal mit dem Reinkopieren, dann haben wir es hier auch in schön. Da ist es mit Kommentar. Ja. So, wenn wir das haben, speichern. Dann gibt es noch mal eine Übersicht, erinnert an die von eben. Da passiert noch nicht mehr viel, da kann ich dann zur Kasse gehen. Auch das mache ich hier noch. Und jetzt kann ich die Bestellung auslösen. Also hier ist noch ein Feld, da kann man noch Anmerkung angeben. Das sollte man nur machen, wenn man es unbedingt braucht. Weil wenn ich hier was eingebe, dann wird der automatische Bestellprozess unterbrochen. Da guckt irgendeiner rein und guckt, was will der denn? Ja, und dann könnte es ein paar Tage auch mal länger dauern. Klar, ich muss noch die Geschäftsbedingungen akzeptieren und dann zahlungspflichtig bestellen. Wie lange das dann dauert, hängt davon ab, ob ihr jetzt gerade eben erst Kunde geworden seid oder schon Kunde seid. Ich bin schon länger bei Hetzner. Oh, danke. Danke. So. So. Also, das war das Feld, was ich eben ansprach. Hier darf man nichts, oder sollte man nichts eintragen? Natürlich darf man, aber wenn ihr das macht, dann dauert es ein bisschen länger. Ja. Dann klickt man auf zahlungspflichtig bestellen und wenn man ein Hetzner-Kunde schon ist, dann dauert das ungefähr 3 Minuten. Dann steht die Kiste bereit. Das ist natürlich recht fix. Wenn man gerade Neukunde ist, sich gerade erst ein Konto angelegt hat, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren so 1 oder 2 Tage. Also das kann schon ein bisschen dauern. Das mache ich jetzt aber nicht, weil es geht mir gar nicht um die 3 Minuten, sondern ich habe ein paar Dinge doch schon vorbereitet. Das macht das Ganze hier in der Demo natürlich ein bisschen einfacher. So, in der Theorie ist es so, in der Zeit, wo der jetzt durchläuft und gerade konfiguriert und bereitgestellt wird, können wir schon ein paar Dinge machen. Und zwar Name-Server-Einträge. Und dazu gehe ich in die DNS-Konsole von Hetzner. Ich habe eine Domain, die ich jetzt hierfür verwende. Das ist die classroomtux.de.
Und da legen wir uns mal so ein paar Records an. Weiß, fast alles A-Records, über die wir das Ganze nachher ansprechen können. Man muss das, ja, teilweise muss man es machen, teilweise ist es jetzt gerade hier ein bisschen Luxus, aber wenn ich mehrere betreiben will mit einem Proxy-Manager, dann brauche ich einen Domain-Namen, dann kann ich das nicht mit der IP-Adresse machen. So, als erstes nehmen wir mal dieses MRMCD 2024. Da kann ich dann die IP-Adresse auswählen bei Hetzner. Der weiß, was ich habe, brauche ich nicht per Hand eintragen. Wenn ihr selber einen Nameserver verwaltet, nicht bei Hetzner seid, ist das Prinzip aber genau das gleiche. Denn da müsstet ihr halt nur warten, bis er fertig ist, bis ihr die IP-Adresse habt, denn, dass ihr dort auf die Übersicht gehen könnt. Das wäre dann hier bei Server, da steht er dann irgendwann mal einmal raufgeklickt unter IPs, da seht ihr eure IP. Dann macht ihr im Prinzip genau das Gleiche, ihr legt eure Namen an, die ihr gerne haben möchte, Add Record, dann gucken, jo, hat er gemacht. Dann macht das Gleiche, machen wir für den Proxy Manager. Ja, das bedeutet also, das MRMCD, das soll daher das Proxmox werden. Proxy Manager wird der Proxy Manager in diesem Proxmox oder in dem Proxmox. Den fügen wir hinzu. Dann habe ich noch zwei LXC-Container vorbereitet, einen Apache und einen Nginx, einfach um zu zeigen, das funktioniert auch tatsächlich. So, dann Nginx noch. Auch der kommt auf die gleiche IP-Adresse, weil das ja alles darüber geroutet wird. Und jetzt kann ich mir, wenn ich das noch möchte, MRMCD ist gut, aber ich möchte gerne auch noch vielleicht ein CNAME haben. Und zwar CNAME Proxmox auf das MRMCD 2024. Kann ich das natürlich auch noch anlegen. Gut, das sind jetzt die Nameserver-Einträge, die wir gemacht haben. In der Zwischenzeit ist vielleicht sogar der schon bereitgestellt. Man könnte etwas mehr machen. Wir bereiten uns aber erstmal vor. Das heißt, wir erstellen eine SSH-Config, um es uns nachher an anderen Stellen etwas einfacher zu machen. Dazu gehe ich wieder auf das Terminal. Und erstelle eine SSH-Config, das mache ich mit, nein, ein Punkt natürlich, SSHD-Config. Ich mache das im Directory und ich habe schon vorbereitet, da steht auch schon was drin. So sieht das denn aus. Das heißt, der erste Teil ist jetzt erstmal der entscheidende, dass wir dann auch gleich einfach mit dem SSH und dem Kurznamen MRMCD da drauf kommen, mit dem Alias. Über die SSH-Config hat der Lyra schon vor Jahren mal einen tollen Talk gehalten. Müsste man auch suchen, SSH und Lyra. Ich glaube, da wird man schon fündig, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Ich habe das so vorbereitet, dass er natürlich auf den entsprechenden Hostnamen gibt, der gerade am Einrichten ist. Port 22, klar, Username Root, anderen haben wir nicht. Wir wollen das Public Key Verfahren nehmen und wir haben ja eben dieses Identity File erstellt. Das hatte ich vorher schon vorbereitet, hier reingepackt, aber wie das geht, haben wir ja eben gesehen. Der zweite Eintrag hier, das brauchen wir später für den Proxy Manager. Da gehe ich dennoch drauf ein. Das ist einfach nur ein Local Forward, ein Tunneling, dass ich dann über den Proxmox auf den Proxy Manager komme. Wenn wir das haben, gehen wir erstmal wieder raus und dann können oder dann sollte der Server jetzt soweit sein. Dann können wir jetzt mal schauen, ob wir uns in das Rescue-System einloggen können. Ich habe ja den Nameserver-Eintrag habe ich gemacht. Ich habe mein SSH-Config erstellt. Das heißt, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, komme ich mit SSH MRMCD da schon drauf. Tja. Und so ist das immer in den
2024, habe ich eigentlich alles richtig gemacht? Ich gucke da gerade nochmal. Ich muss, glaube ich, einmal kurz wechseln. Ich hatte so einen ähnlichen Fall gestern auch schon mal. Er hat da jetzt gerade tatsächlich Probleme. Ich weiß nicht warum. Warum er das nicht machen kann, muss ich mir gleich mal schnell Gedanken machen. In der Zwischenzeit nehme ich einfach die IP-Adresse, dass wir da wenigstens raufkommen. Oder wartet mal. Machen wir eben kurz live. Ich gehe noch mal in die Config rein. Frage hier anstatt den Hausnamen die IP-Adresse ein, dann sollte es funktionieren. So geht's. Warum man jetzt gerade da hing, ich weiß es nicht. Ich hoffe, der erholt sich gleich noch. Ja, dann kommt das die erste typische Abfrage. Willst du weitermachen? Ja, nein, natürlich wollen wir weitermachen. Dass er den Fingerprint auch übernimmt. Jetzt muss ich die Passphrase für den Key eingeben. Dann bin ich drauf. So sieht das aus, wenn man das erste Mal auf das Rescue-System kommt. Hier oben seht ihr ein paar Links zu Hilfesystemen, über das Rescue-System, über dieses Install-Image-Skript und so weiter. Hier unten seht ihr ein paar Daten zu dem Server, ein paar Daten zum Netzwerk. Ja, und dann fangen wir einfach an mit Installieren. Was machen wir, indem wir jetzt diesen Befehl eingeben, Install-Image? Und als erstes haben wir die Möglichkeit, ein System auszuwählen. Und wenn wir hier raufschauen, sehen wir, da ist kein Proxmox mit dabei. Das liegt daran, dass es nicht supported ist. Wir finden das unter Other. Und da finden wir jetzt hier zwei Varianten. Ne? Eins noch Bullseye, eins Bookworm oder Bookworm. Es müssen hier nicht immer die wirklich aktuellsten Debian-Versionen drauf sein. Die brauchen auch ein bisschen, um das Ganze zu erstellen. Aber die aktuelle ist eigentlich immer oben. Und die nehmen wir natürlich, ne, die aktuelle. Das heißt, die wähle ich hier aus. Und dann geht es eigentlich los. Kommt noch eine kurze Warnung. Ja, bei Default RAID. Das ist nur ein Hinweis, da kann ich eh nichts auswählen. Und so sieht dann die Config aus, die wir hier gleich bearbeiten werden. An den ersten Stellen machen wir nichts. Und hier, ich scrolle erstmal ein bisschen runter. Da fangen wir an. Ich mache jetzt hier, ich fasse die beiden mal zusammen, machen wir mal eine draus. Eine große Platte. Hostname. Vom Hostname ist es wichtig, den richtigen einzugeben, sonst kann es sein, dass das alles nicht so funktioniert. Ich kopiere den mal eben. Dann mache ich keinen Schreibfehler. Wer möchte, kann hier IPv4 nur IPv4 aktivieren. So, und jetzt kommen viele Vorschläge, wie man Partitionen und Filesysteme anlegen kann. Und das ist so auch einer der aus meiner Sicht entscheidenden Teile hier. Da habe ich viel rumexperimentiert, weil das, was ich haben wollte, war, ich wollte auch von LXC-Containern Snapshots machen können. Und das hat mit dem Standard nicht funktioniert. Und auch das Lesen. Oder wenn ich in die Doku reingeschaut habe, dachte ich, das hätte doch eigentlich funktionieren müssen. Und die Lösung war dann zumindest für mich, wo es tatsächlich funktioniert hat, mit dem Datei oder
dem Dateisystem bzw. Partition mit PATA-FS. So sieht das dann bei mir aus. Ich scroll mal ein bisschen hoch, dass ihr es ein bisschen erkennen könnt. So, hör auf zu scrollen. Ja, kleine Boot-Partition habe ich einen Git gegeben und der Rest ist alles PATA-FS. Da habe ich ein paar Verzeichnisse bzw. Subvolumes angelegt. Und das, was wir nachher dann wirklich brauchen werden, ist dieses letzte, das Slash-Storage. Da werden wir dann, das werden wir dann verwenden für unsere Container und VMs. Dadurch sind wir in Lage, auch von LXC-Container Snapshots zu erstellen. Das war für mich deswegen wichtig, weil ich fast nur mit LXC-Containers in den Workshops arbeite und die viele machen sollen damit und auch die Möglichkeit haben sollen, auch mal einen Snapshot zu erstellen, dass man auch mal einen Schritt zurückgehen kann. Gut, mehr kommt da nicht. Und dann noch der Pfad zum Image und jetzt würde ich eigentlich auf 10 klicken und das Ganze geht dann sofort los, nachdem man dann fragt, ob er denn nachdem man dann gefragt hat, darf man alles löschen und dann geht's los. Das will ich jetzt hier nicht machen. Ich will hier mal raus. Etwas, was ich hier noch nie gemacht habe, aber gehe ich immer raus. Machen wir mal mit Quit. Ich hoffe, der startet jetzt nicht. No. Nee. Gut, macht auch nichts. Wir müssen jetzt neu starten. Also ich habe das System ja schon ein bisschen vorbereitet. Normal wird man jetzt auf Quit drücken und dann wird er starten. Und das Ganze, die ganze Installation dauert knapp 10 Minuten. Und die Zeit hätten wir auch jetzt hier nicht, also 10 Minuten zuzuschauen, wie da so ein bisschen was runterläuft. Da macht nicht viel Spaß. Das heißt, ich werde jetzt wieder in den Browser wechseln und auf, ja, ich mache es mal hier, auf dem Server. Da bin ich im Rescue-System. Ich werde jetzt ein Reset durchführen, denn Rescue-System gilt immer nur einmal. Und dann bootet er automatisch wieder in das Hauptsystem rein und dann habe ich hoffentlich nichts kaputt gemacht. Los geht's. Da müssen wir jetzt einen kleinen Moment warten. Sieht auch schon besser aus. Gut. Ich bin sofort wieder da. Ich gebe hier. Er ist da, dann wechseln wir wieder ins Terminal, weil bevor wir jetzt über den Browser, über die Web-Oberfläche reingehen, müssen wir so ein paar kleine Dinge machen. Das Erste, was wir machen müssen, ist eigentlich den Eintrag aus der Known Host zu entfernen, weil wenn ich jetzt hier eingebe, SSH-MRM-CD, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, weil ich ja eben in dem Rescue-System habe und der hat einen anderen Fingerprint als jetzt das Live-System. Das heißt, ich muss jetzt erstmal, muss jetzt erstmal den Eintrag entfernen. Das mache ich mit auch wieder SSH-Keygen-F. Wo will ich es entfernen? Nämlich in der Known Hosts. Und was will ich entfernen? Das ist das -R, das MRM-CD. So, wenn ich das entfernt habe, dann funktioniert das jetzt. Dann fragt er mich natürlich wieder ganz normal oder auch nicht. Er sagt MRM-CD nicht.
Der will mich heute ärgern. Ich nehme jetzt den ganzen Namen. Das ist schön, wenn man so einen Fehler das erste Mal in einem Vortrag hat. Normal hat es ja immer geklappt, wenn ich den eben entfernt habe. Das gibt's nicht. Ich muss mal kurz das hier ausblenden. Ich muss mal in eine andere Datei reingehen. Config die IP-Adresse drin. Hallo? Ja, das kann ein guter Hinweis, danke. Ja, warte, also Moment, probiere ich gleich. Weil ich habe es ja sonst nie mit IP-Adresse gemacht. Das ist ein guter Punkt. So, ich probiere es eben. Da ist man manchmal zu dicht davor. So, also die IP-Adresse war, stand ja auch da. Ja. Ja, jetzt muss ich gerade das nochmal rückgängig machen, was ich gerade gemacht habe. Ja, sieht gut aus. So, dann schalte ich wieder zurück. Alles klar. Dann versuchen wir es nochmal. Sieht doch viel besser aus. Also, das hat funktioniert. Das sind die schönen Dinge, die passieren, wenn man es die ganze Zeit mit dem Namen macht und in dem Vortrag dann selber mit der IP-Adresse. Dann steht man doch ein bisschen und ungeduldig auf einmal da. So, Passphrase wieder. Und ich bin wieder drin. Und was ich jetzt sehen kann, nee, hier noch nicht so. Was ich jetzt machen muss, das erste ist das Passwort ändern vom User-Root. Weil wir müssen uns ja gleich mit dem Passwort anmelden und das kann dann nicht funktionieren, wenn wir noch keins gesetzt haben. Das haben wir an dieser Stelle noch nicht. So, und das machen wir mit dem guten alten PassWD. Haben wir es geändert und jetzt sollten wir uns anmelden können. Also wenn ich jetzt nicht gerade wieder was verkehrt gemacht habe, dann funktioniert es. Schauen wir mal, ich wechsle mal. Jetzt, hier sind wir jetzt in dem Proxmox, quasi der erste Start. Wir machen das mit dem User-Root. Ich gebe hier gleich das Passwort ein, hier unten. Ich speichere den dann ganz gerne. Man muss ihn immer wieder eingeben, sonst ist das Feld leer. Und es sieht gut aus. Gut, haben wir es doch geschafft. So, dann kommt die übliche Meldung mit der Subscription. Das wollen wir jetzt nicht lösen. Was wir noch haben, wir haben, das habt ihr jetzt eben nicht gesehen, ja immer noch, dass kein valides SSL-Zertifikat erstellt wurde. Das machen wir auch gleich. Und was ich noch eben mache, ist an meiner... Das war verkehrt. Ja,
einen meiner ja, doch meistgenutzten Alias, hier ist er schon eingetragen, setzen. Das ist der LL, dass ich da ein bisschen mehr sehe. Habe ich schon gemacht, brauche ich nicht nochmal. Den können wir jetzt mal Let's Encrypt einrichten. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen, wenn wir hier mal in Certificates reingehen, das ist da, wo wir es nachher brauchen werden. Ihr seht hier oben, ist es leer. Ihr seht hier, Verbindung ist nicht sicher. Ich habe zwar HTTPS, aber kein valides Zertifikat. Und ich könnte jetzt hier sogar einen ACMA-Account einrichten, den brauche ich. Aber ich brauche zwei, weil ich sie erstmal testen will, mit dem sogenannten Staging. Und ich kann hier nur einen Account einrichten und deswegen machen wir es auch an der Stelle, wo man es machen muss. Dazu gehen wir hier Data Center und dann runter auf ACMA und da erstellen wir die Accounts. Da fügen wir jetzt den ersten hinzu und den ersten, den wir nehmen, ist der LEV2-Staging, nenne ich den. Wichtig hierbei bei diesem Namen ist, da darf kein Leerzeichen drin sein. So. Dann brauchen wir eine E-Mail-Adresse. Da nehmen wir mrmcd at dux.de. Einmal schauen, habe ich es richtig geschrieben? Sieht gut aus. Und wir wählen hier, weil wir auch Staging haben wollen, erstmal Staging aus. Akzeptieren das Ganze. Und das war's schon. Einmal Register. Task okay, so schnell geht's. Das machen wir jetzt nochmal mit dem richtigen Directory, LEV2 wieder. E-Mail-Adresse nehmen wir die gleiche. Und hier brauchen wir es jetzt nicht mehr ändern. Wir haben jetzt das Live-System oder das richtige Directory schon ausgewählt. Wieder akzeptieren, Register, fertig. Gut, danach wechseln wir zurück in den Node zu den Certificates und jetzt ist auch dieses Create Account weg. Ich habe hier sogar schon einen ausgewählt, den will ich aber nicht nehmen, sondern ich will mit Staging anfangen. Dafür habt ihr eben gesehen, klickt man auf Edit, wählt den aus und wichtig, nochmal auf Apply drücken, damit das auch wirkt. Jetzt müssen wir noch eine Domain hinzufügen. Das machen wir einfach, ich mache das jetzt so. Und nehmen einfach das Add-Zeichen weg und setzen es durch einen Punkt. Wir wählen als Challenge-Type hier HTTP aus und das war es auch schon. Man kann das Ganze auch mit DNS machen, dann müsste man da, wo wir eben waren, ich gehe nochmal kurz zurück. Da ist es ja. Hier unter den Plugins, da kann man das auswählen. Da gibt es den DNS-API, aber da müsste ich bei Hetzner auch noch einen Access API-Token erstellen und. Ich habe da auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, also funktioniert nicht so gut mit dem HTTP, funktioniert es viel besser. Was ich aber dabei beachten muss, ist, wenn das jetzt so frisch ist, wie wir das jetzt gerade machen, ist das kein Problem. Macht ihr das bei einem bestehenden System, auf dem auch schon Services laufen, darf kein Services auf Port 80 lauschen. Weil Let's Encrypt baut temporär einen Webserver auf für den Request und der lauscht natürlich auf Port 80 und wenn der schon belegt ist, funktioniert das nicht und dann bricht er ab. Da wir hier noch gar nichts haben, funktioniert es natürlich und wir können jetzt sagen, wir sind im Staging-Bereich für die Domain und jetzt wollen wir das mal bestellen. Und wenn das vernünftig durchläuft, dann können wir das auch mit dem richtigen Directory machen, weil sonst sperren wir uns da schnell mal aus. Tja, sehr schön. Schon wieder der nächste Fehler. Was habe ich verkehrt gemacht? Domain sieht gut aus. Thank you.
E-Mail sah auch gut aus. Hi. Noch eine kurze Anmerkung aus dem Publikum. Das Ausstellen des Zertifikats ist fehlgeschlagen, weil die Jahreszahl fehlt. Im Domainnamen. Was fehlt da? Die Jahreszahl. Das heißt nur mrmcd. Classroomtux.de und ja, Moment. Ja, ich habe das sonst immer zum Copy und Paste hier. Das kann gut sein. Ja, danke. Die gibt es natürlich nicht. Richtig. Aber nicht angelegt. So, machen wir es nochmal. Sieht schon besser aus. Ist immer noch invalid. Jetzt gucken wir mal im MCD 2024. Ich nehme es einmal nochmal weg, mache es nochmal neu. Wir sind hier noch im Staging. Das ist okay. Das wollte ich gerade nicht. Ich kopiere es jetzt einfach mal hier oben raus, dass ich keinen Schreibfehler mache. Überfragt. Also jetzt ist es definitiv richtig. Eben war ja der Fehler. Und es kann auch nicht daran liegen, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe, jetzt in der Vorbereitung, weil es hat immer geklappt. Das wäre jetzt das erste Mal, dass es nicht klappt. Und das ist das Staging. Das ist eigentlich da kein Problem. Ich gucke nochmal in den Account rein. Weil da darf man natürlich den Bezeichnung Staging nicht verwechseln mit dem tatsächlichen. Ich lege die einfach nochmal wieder ein. Das ist wie im wahren Leben, ne? Da hat man auch immer mal wieder Hindernisse, da müssen wir die kurz mal troubleshooten. LEV2-Staging. Und bei der E-Mail, da stand das nicht gut dabei. Das machen wir jetzt so. Nochmal. Das hätte ich eben auch kopieren können. Jetzt ist auch das Richtige ausgewählt, nicht das Staging. Das ist auch insofern schade, weil das immer so super sonst durchläuft und erstaunlich einfach geht. Und jetzt gerade hier, ja, wenn man auf die Finger geschaut wird, da funktioniert es nicht so leicht. Ich wechsle einmal, dass das auch wirklich
den richtigen genommen hat. Da. Wir wollen mit dem Staging anfangen. Classroom.tux.de, das sieht auch alles gut aus, habe ich ja von oben kopiert. Ja, wieder ein Task. Aber. Also ich weiß nicht, wo dran es liegt. Ich kriege es jetzt auch so schnell nicht hin. Das sollte dann, wenn ihr sowas nachmacht, bei euch funktionieren. Der nächste Schritt wäre dann, wenn hier das mit OK durchläuft, dann geht er nochmal auf Edit, wählt dann den aus, natürlich wieder auf Apply und bestellt dann das richtige Zertifikat. Und dann funktioniert das eigentlich auch. Also ich kann es jetzt einmal probieren, eventuell schieße ich es mir. Aber dann machen wir halt so weiter. Da ist Rate Limited. Da irgendwann habe ich das zu oft gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt das Problem. Gut, zu viel geübt. Alles klar, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich ins Rate Limit gelaufen bin. Dann tun wir jetzt einfach mal so, als wenn das alles okay wäre. Dann würde jetzt normalerweise die GUI nochmal neu starten. Es würde keine Warnhinweise mehr kommen und hier oben würde stehen, Verbindung ist sicher. Ja. Ist ja wahrscheinlich ein bisschen zu viel geübt. Okay. Da haben wir das. Machen wir jetzt weiter mit Storage einbinden. Das heißt also, ich habe natürlich auf der Storage Box schon ein bisschen was vorbereitet, was hingelegt, was ich hier rüber kopieren möchte oder wo ich später auch mal ein Backup hin erstellen möchte. Und deswegen fügen wir jetzt zwei Storage-Arten hinzu. Dafür gehen wir wieder ins Data Center unter Storage. Das Erste, was wir machen, weil das brauche ich eigentlich nie. Ich habe es ansonsten nur in der Liste stehen. Und es verleitet dazu oder kann passieren, dass man aus Versehen das benimmt und da kann ich keine Snapshots machen. Also will ich das gar nicht. Gehe ich auf Edit und nehme den Haken bei Enable raus. Das heißt, jetzt habe ich es nicht mehr. Als nächstes füge ich erstmal das lokale Storage hinzu. Das ist das ButterFS. Das nenne ich MRMCD und das liegt unter Storage. Und das ist ja noch leer. Das hatten wir ja angegeben bei der Installation in der Config-Datei. Und ich habe es natürlich schon mal einmal gemacht und noch Dinge hingeladen. Deswegen gibt es das auch schon, aber da wird es jetzt automatisch erstellen, das wäre dann wird fertig. Bei dem Lokalen hier wähle ich erstmal alles aus. Das war's dann, kann ich hinzufügen. Und viel interessanter finde ich, ist jetzt das Hinzufügen von einem SMB-Share. Machen wir auf die gleiche Art und Weise. Wer also jetzt erkennt, gehen wir kurz mal kurz hier hin. Da gibt es eine Storage-Box. Ja, und die kann man, auf die kann man zugreifen per SMB. Und die findet man auch, wenn man hier reingeht als Storage Box. Na, entweder die inklusive, ich habe jetzt hier gar keine genommen, das ist meine Standard. Da wären sogar 100 GB mit dabei gewesen, hätte ich sogar nehmen können. Die kostet nichts. Ja, und erst ab, wenn man mehr als 100 GB braucht, dann muss man ein bisschen Geld zahlen. Gut. Da waren wir. Fügen wir die hinzu. Das machen wir mit smb/sys. Die ID, die ich hier verwende, ist StorageBox. Dann weiß ich, ich bin auf der StorageBox. Der Server, der setzt sich zusammen aus einem Usernamen und dem Domainnamen your-storagebox.de. Da hat das Tab nicht funktioniert. Jetzt aber. Das ist der Server. Der Username ist der erste Teil. Und der Share ist genau das gleiche, ist der Username. Das ist wichtig, wenn man den hier falsch setzt, funktioniert es nicht. Und das Passwort
Das packe ich gerade mal in die Zwischenablage. Das wird von der Hetzner Storage Box selber erstellt, hat man keine Möglichkeit, das zu ändern. Wie man sieht, das ist schon recht lang. So, und als Content möchte ich nicht Disk-Image haben, ich möchte ISO-Image haben, Container-Template und VZ-Dump. Das sind die Backup-Files. Das war's. Hinzufügen. Und dann habe ich das auch erstellt. Das kann ich mir jetzt mal anschauen, indem ich wieder auf die Shell gehe und jetzt einfach mal mit einem LL-Storage-Box, das ist ja das, was wir am Anfang erstellt haben, da sehen wir schon, da ist jetzt MRMCD erstellt worden. Wenn ich da auch noch reinspringe, seht ihr, da ist eine gewisse Struktur erstellt worden, weil ich habe ja da alles ausgewählt. Und das Gleiche kann ich machen mit der Storage-Box. Ich kann jetzt, oder die ist lokal gemountet, und zwar unter MNT, dann PVE und Storage-Box. So. Und die ist jetzt gerade leer, jetzt bin ich verwundert, schon wieder verwundert. Jetzt gucke ich gerade mal, ob das im Wesentlichen geklappt hat. Ja, hat, alles klar. Anscheinend habe ich mir irgendwas zerschossen, das macht aber nichts, weil ich die vorher schon kopiert habe. Weil der nächste Schritt wäre jetzt von der Storage-Box alles rüber zu kopieren, hier lokal. Und das habe ich schon gemacht, das sind diese ganzen Backups. Ja, die habe ich jetzt lokal. Das erkennt man auch daran, wenn ich jetzt hier raufgehe auf diesen Storage-MRM-CD auf Backups, dann habe ich sie hier alle stehen. Ja, und das rüberkopieren, das dauert auch ein paar Minuten, deswegen hatte ich das schon vorbereitet, aber dachte ich, da müssen wir nicht mehr zuschauen, wie man Dateien rüberkopiert. So, die haben wir jetzt schon da, aber bevor wir die einbinden, also restoren, müssen wir erstmal unser Netzwerk anlegen. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Teil. Wie sieht die Netzwerkkonfiguration aus? Weil wir innerhalb der Backups ja auch schon bestimmte Netze drin hatten. Wenn ich die jetzt erst einbinde, dann funktioniert das nicht unbedingt so, wie man es sich wünschen würde. Man müsste alles nochmal neu anstellen oder meckert rum. Deswegen, wir machen jetzt erst das Netzwerk. Und da habe ich jetzt gerade wirklich ein Problem, sehe ich. Nee, habe ich nicht. Ich mache das etwas anders. Normal würde ich jetzt ein bisschen hin und her kopieren. Und jetzt, da haben wir es. Alles klar. Muss da gerade mal eben. Muss ich was kopieren? Dauert ein bisschen. Doch, da habe ich es. Das mache ich auch am einfachsten. Also ich könnte jetzt auch wieder ins Terminal gehen und mit dem Terminal mit SSH drauf und das da alles machen. Ich mache es aber auch ganz gerne hier, weil dann habe ich mir einen Schritt gespart. Ich glaube aber, man sieht ein bisschen mehr mit dem Terminal, deswegen machen wir das vielleicht mal wirklich mit dem Terminal. Ja, ich wollte nur gerade eben rein SSH. So. Ich glaube, da können wir ein bisschen mehr sehen, wenn wir es da jetzt machen. Dann machen wir da ein Nano auf etc. Network Interfaces. Ja, und das Ding, das ist jetzt, ist sogar schon alles drin. Ja, das ist von der Vorbereitung noch. Also das ist jetzt nicht das Original, das ist schon das Angepasste. Das gucken wir uns mal an. Und ich glaube, hier kann man doch deutlich besser erkennen als im Browser. Was habe ich denn hier gemacht? Also das eine, was wichtig ist, dass man hier diesen Namen natürlich, Interface-Namen behält. Ne? Wenn man sich also eine Kopie davon macht und sagt, das mache ich auf den nächsten, dann müsst ihr überall hier in der Config den Namen anpassen. Ja. Ihr müsst die richtige IP-Adresse hier angeben. Auch klar, das richtige Gateway. Wie finde ich das raus? Wenn ihr euren Server dann bestellt habt und auf Server geht, auf IPs. Da haben wir ja schon die IP-Adresse gesehen. Wenn man jetzt mit der Maus leicht rüberhovert, dann kommt Gateway und die Netmask.
So, was ich hier noch mache, ich habe das der Einfachheit halber hier, das IP-Forwarding mit eingebaut, dass ich hier brauche ich es, hier vergesse ich es nicht. Dann ist es gleich mit drinne und bei jedem Start wird das Forwarding aktiviert. Und das ist jetzt gleich auch ein interessanter Teil. Also hier der Teil, ich markiere das gerade mal. Hier passiert so ein bisschen die Magic nachher für den Proxy-Manager. Das heißt, erst wenn ich den Proxy-Manager installiert habe, sollte man das auskommentieren. Ich habe es jetzt schon auskommentiert, weil die Installation vom Proxy-Manager ist gleich das nächste, was wir machen werden. Ja. Hier mache ich das Nutting. Und das ist, was ich hier mache, über Multiport. Also ich gebe mehrere Ports an. Ich sage aber nicht, welche Ports weitergeleitet werden, sondern hier, welche Ports nicht weitergeleitet werden. Ich behalte also für den Proxmox selber nur den 8006. Ne? Das ist für den Browser und den 22 für SSH. Und alles weitere halt da. So, alles weitere geht denn an diese Adresse, und das ist die Adresse von dem Proxy-Manager. In der originalen oder ursprünglichen Version würde hier auch noch der Port 81 stehen. Der Port 81 ist für Proxy-Manager Management. Der braucht, also Proxy-Manager braucht drei Ports, den 80, den 81 und den 443. Und da der 443 ja schon HTTPS macht, kann der 81 das nicht mehr. Und würde mal standardmäßig dann natürlich als HTTP-Only-Port dargestellt. Das heißt, wenn ich das so aufsetze, dann gehe ich unverschlüsselt über das Internet auf den Proxy-Manager, und das finde ich persönlich jetzt nicht so die beste Idee. Deswegen gibt es ja andere Möglichkeiten, und welche Möglichkeiten es gibt, die schauen wir uns auch gleich an. Das sind drei Stück, die ich euch hier zeigen werde, wie man trotzdem drankommt, ohne dass man das über HTTP macht und alle Daten offen übers Internet überträgt. Und als nächstes kommt eigentlich die eigentliche Infrastructure, ne, oder eigentlich das, was ich brauche. Das sind die Netze. Die fangen wir mit VMware an. Das sind die Linux Bridges. Werden alle als Static konfiguriert. Und hier vergebe ich dann private IP-Adressen aus dem 10er Bereich. Und zwar immer so, dass sie also 10.10, damit fangen sie alle an. Die 100 ist dann, also in diesem Fall die 100, also das dritte Oktett, ist dann genau das, was auch die Nummer von der Bridge ist, VMware 100. Und das letzte, das ist natürlich die Hostadresse, die brauchen wir nachher nochmal, sehen wir, was wir damit machen. Und hier machen wir dann das entsprechende Nutting dafür. So, bei dem nächsten Netzwerk, das habe ich den 170 genannt, das könnte auch, also ich Test, Development, was auch immer heißen, Training, sehen wir das gleiche Prinzip. Hier haben wir die 170 bei der Bridge, und das habe ich hier als drittes Octet. Das macht es mir natürlich ein bisschen leichter mit der ganzen Zuordnung. Ja. So, und da habe ich vier Stück vorbereitet, 100, 170, 172 und 190. Die werden wir gleich auch alle verwenden. Das war es dann. Das heißt also, wer mehr braucht, der kann das genau in dieser Art ergänzen. Ich denke, das ist recht einfach, dann fortzuführen. Müsste einfach die Nummern austauschen, und das war schon. Gut. Da das jetzt in der Vorbereitung schon war, das heißt, die Netze gibt es jetzt. Normalerweise müsste man, wenn man das jetzt gemacht hat, erstmal neu starten. Also ich mache das immer mit dem Reboot, dass ich auch sehe, dass wirklich alles funktioniert, und auch nach einem echten Reboot später dann alles funktioniert. Ja. Und das können wir uns jetzt sparen. Wo sind wir? Da sind wir, da sehen wir, die sind schon alle drin. Ja. Und da System Network. Das heißt, wir können jetzt loslegen mit den Restore. Auch da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Im Prinzip zwei. Und zwar entweder macht man das hier über die GUI.
Da wähle ich jetzt mal aus. Moment, jetzt müssen wir gucken, welche ich da habe. 252 ist der Proxy Manager, genau. Fangen wir mit dem Proxy Manager an. Den kann ich dann hier auswählen, machen Restore. Wo ich jetzt darauf achten muss, ist, dass er hier auch die richtige ID bekommt, weil die ID, ihr seht sie hier, habe ich da schon vergeben. Die ID setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Also das ist so meine Konvention. Der erste Teil sind die ersten drei Stellen. Das ist die VM Bridge beziehungsweise das dritte Octet. Ja, das war ja bei dem 10.10.100.252. Und man kennt es schon. Und der zweite Teil ist das vierte Octet, also die Hostadresse. Dadurch habe ich da eine Eindeutigkeit drin. Ich habe es in einer gewissen Art sortiert und vermeide den Dupletten. Und weiß auch schon alleine von der ID, welche IP-Adresse hatten. Das muss nicht noch in die Config reingehen. Zumindest später dann nicht mehr. Das war schon. Den Rest, den lasse ich alles so, wie es hier steht. Klicke auf Restore und dann legt er los. Das geht jetzt sehr fix beim LXC-Container, weil die sind ja nicht so groß. 1,2 Gigabyte hat der da zum Beispiel. Aber er belegt mir jetzt gerade die GUI. Ich kann nichts weitermachen. Eine andere Möglichkeit ist, das Ganze über die Kommandozeile zu machen, über die Bash zu machen. So, jetzt muss ich gerade mal, ja, das müsste funktionieren. Dazu gehe ich auf die Shell und das ist das da. Hallo? Nee, VMA. VMA ZST. Genau. Und gibt dann auch noch gleich die ID ein, die er haben soll. In diesem Fall ist das ja die 170.080. Das haben wir ja auch hier im Namen schon drin. Das heißt also, ich kann das Ganze auch skriptgesteuert machen, da Sachen wieder herstellen, restoren, Backup und so weiter. Also das Client-Interface ist richtig gut hier von Proxmox. So, wenn ich das jetzt aber laufen lassen würde, hätte ich ein anderes Problem. Wenn ich hier jetzt rausgehe, dann wäre das weg, weil er unterbricht das immer. Also machen wir jetzt Folgendes. Ich habe hier schon Tmux installiert. Das müsstet ihr sonst selber auch nochmal machen, wenn ihr es nicht habt. Und ich lasse das Ganze jetzt hier im Tmux laufen, weil dann überlebt er. In der Zwischenzeit gehe ich wieder zurück auf die Backups und mache das bei den anderen Backups jetzt einfach nochmal hier einen nach dem anderen. Den Proxy Manager hatten wir schon. Der hat jetzt die 190.100. Das kopiere ich mir jetzt hier einfach hin. Restore. Kommt der Apache noch. Restore. Und der letzte. Ja, es gibt doch ein paar Dinge, die funktionieren. So, das war's. Wir sehen es jetzt hier auch in der Seitenleiste, ist alles da. Wir haben Proxy Manager, bei dem ist er gerade noch dabei. Wir haben Apache Nginx und sogar ein Linux Lite. Linux Lite ist eine Virtual Machine, kein LXC-Container, ist ja auch ein bisschen größer, ist ja mit grafischer Oberfläche. Sowas mache ich ganz gerne, dass ich dann auch sowas reinbaue, damit ich von einer grafischen Oberfläche mit einem Browser auch auf andere dazugreifen kann. Werden wir auch gleich brauchen. Die sind auch so eingerichtet, wenn ich da mal raufgehe, dass die, wenn ich jetzt booten würde, auch automatisch starten. Also der Proxy Manager, der Apache, Nginx und der Linux Lite, weiß ich gar nicht. Nee, der nicht, den wollte ich mal per Hand starten. Ja.
Ja, und damit sind wir dann soweit durch. Jetzt haben wir einen Proxy-Manager, mit dem wollen wir auch arbeiten. Das heißt, wir starten jetzt erstmal den Proxy-Manager. Das mache ich hier zum Beispiel entweder mit dem Rechtsklick und dann auf Start. Dann fängt er an zu starten und wir sehen es auch gleich, dann kriegt er seinen grünen Pfeil davor oder ich wähle das komplett aus und klicke hier auf Start. Den brauchen wir auch gleich. Und für später brauchen wir noch den Apache und den Nginx. Oh, das Ganze dauert jetzt ein kleines Momentchen. Ja, komm, den können wir auch noch mit starten. Kann ich da gleich vielleicht noch so bisschen was zu sagen? So, sind alle gestartet. Soweit sieht das schon mal gut aus. Wir gehen jetzt hier auf den Linux Lite, weil wir wollen das erstmal auf den Proxy Manager. Dann klicke ich auf Konsole, dann verbindet er sich damit. Und wenn ich hier oben auf Konsole klicke, habe ich ein extra Fenster, aber dann seht ihr wahrscheinlich nichts mehr, weil das habe ich jetzt gerade ja nicht mit dem OBS verbunden. Also machen wir das hier. Starte mal einen Browser und ach, bin sogar schon drin, hat er sich von eben gemerkt. Machen wir es ruhig mal richtig. Ich mache mal ein Sign-out, ein Reload und kann man es erkennen? Wenn ich die Maus wegnehme, vielleicht, ja. Ne, das ist die IP-Adresse 10.10.100.252. Das ist hier der Proxy-Manager mit der gleichen ID 100.252. Da kann ich mich jetzt mit anmelden. Da habe ich auch wieder mit der hier schon bekannten E-Mail-Adresse gearbeitet. Melde mich an und das Ding ist noch, ja, leer. Eine Sache steht nur drin. Das ist ein Test 1.classroomtux.de. Da mache ich dann quasi eine Weiterleitung zu GitHub. Das sieht dann so aus, wenn ich jetzt hier eingebe Test 1.tux.de. Alles richtig? Jo. Bin ich bei GitHub. Aber wir wollen eigentlich hier keine Weiterleitung zu anderen, sondern wir wollen ja von hier aus dann die Proxy-Funktionalität nutzen, dass er eben auf zum Beispiel den Apache oder den Nginx zugreift. Das erste Problem, was wir jetzt haben, ist ja erstmal das Management davon. Das heißt also hier rüber, über diesen Weg komme ich an den Proxy Manager ran. Ich muss mich also anmelden an Proxmox, muss den Linux Lite oder was man hier nimmt, kann man jetzt beliebige Linux hier nehmen, ich brauche ja nur einen Browser, starten, von dort aus auf diese lokale private IP-Adresse, die innerhalb von Proxmox sehr bekannt ist, gehen und kann das dann managen. Ist eine, wie ich finde, ja, recht brauchbare Art. Also ist okay, vielleicht nicht die schnellste, aber eine recht sichere, weil der Proxy Manager, das Management, der Managementbereich ist von außen, also aus dem Internet, überhaupt nicht erreichbar. Ja, weil dieser Port 81, das sieht man hier oben auch, da ist ja der Port 81 angegeben, der ist nicht erreichbar aus dem Internet, ne? Weil der gar nicht weitergegeben wird an den Proxy Manager. So, wie kann man das noch machen? Mit Tunneln. So, und zwar machen wir erstmal den einen Weg. Ich wechsle gleich wieder zum Terminal. Kann einen Tunnel aufbauen, SSH-Tunnel, halt. Machen wir es doch so. SSH-Tunnel, ne, also gehe mit dem User-Root auf den MRM-CD 2024 und baue oder aktiviere den lokalen Port 9000 und von dem System
MMCD 2024 Classroom Tux, gehe ich dann weiter auf das System mit der IP-Adresse 10.10.100.252 auf den Port 81. Das ist genau dieser Management-Port, der intern, den ich eben gerade auch, ich zeige es nochmal, ja so erreicht habe. Ja. So, ab dafür, yes. Ach, ich, Moment. Das muss man natürlich machen, wenn man noch nicht auf dem Server ist. So, jetzt bin ich wieder lokal. Hier schreibt man meistens mit einem L. Machen wir das Ganze nochmal. Ich war eben schon auf dem Proxmox drauf, dann funktioniert es natürlich nicht. Also, jetzt bin ich wieder lokal bei mir. Jetzt kann ich da starten. Er fragt unter Passphrase. Und ich habe den Tunnel aufgebaut. Das erkenne ich jetzt daran, dass ich, wenn ich jetzt hier, der ist es nicht, da ist er. Localhost 9000, ne? Also ich habe jetzt lokal den Port 9000 genommen. Ich mache mal einen Reload, dass man sieht, dass auch tatsächlich funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich kann mich auch hier abmelden. Ich kann mich wieder anmelden. Und das ist ja schon wesentlich angenehmer zu verwenden als jetzt über diesen anderen Umweg. So, und die Frage ist, will ich immer diesen Befehl eingeben auf der Bash? Vermutlich nicht. Deswegen gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit. Gehen wir mal zurück. Und zwar hatte ich die euch am Anfang gezeigt. Wir gucken noch mal rein. Ich bin schon da drin, also in config.dmrmcd, diesen Teil hier. Den hatte ich ja schon angelegt. Und da mache ich jetzt in der Config, in der SSH-Config, genau das Gleiche wie das, was ich eben auf der Bash gemacht habe, in den Befehl reingepackt habe. Ne? Das heißt, also hier mache ich diesen Forward auf Port 9000, also hier aktiviere ich Port 9000 und soll weitergeleitet werden dahin. Ich melde mich an dem Hostnamen an und so weiter. Das heißt, das haben wir schon. Und wenn ich das jetzt machen möchte, dann ist es viel, viel einfacher, weil dann ist das, ich habe den Namen wahrscheinlich eben gesehen, Proxy Manager habe ich es genannt. Jetzt mache ich da ein SSH drauf. So, und wenn es jetzt funktioniert hat, dann funktioniert das auch noch und es funktioniert noch. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, halt, ich habe es euch ja gar nicht gezeigt, machen wir es nochmal. Ich hätte doch ein SSH-Add machen sollen, okay. Wenn man jetzt hier wieder rauf geht, ich mache einen Reload, dann sieht man, das funktioniert noch, hat also funktioniert. So, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, zurück auf den Browser, ich mache einen Reload, da geht es nicht mehr. Also nochmal neu starten. Und jetzt machen wir mal, ich weiß nicht, wie oft ich es noch brauche, SSH-Add auf den MMCD. Ja, habe ich ein bisschen zu viel eingegeben. So, dann kann ich mir das Ganze jetzt sparen. Jetzt bin ich wieder drauf. Zurück zum Browser. Funktioniert wieder. Also das ist die zweite Möglichkeit, wie ich das Ganze mache. Und die dritte wäre über den Proxy Manager selber, indem ich das da einrichte. Und das machen wir jetzt. Das heißt, wir legen jetzt ein paar Proxy-Hosts an. Den ersten, den wir anlegen, mache ich auch wieder mit Copy und Paste.
Den nenne ich jetzt proxymgr.classroomtux.de. Wir erinnern uns, den haben wir vorhin angelegt im Name-Server. Das ist HTTP, weil der kann ja nichts anderes. Den forwarden wir zu der IP-Adresse, die wir schon so oft gehört haben, nämlich der 10.10.100.252. Und der Management-Port ist der 81, also gehen wir darauf. Das Ganze so, können wir jetzt noch ein bisschen verschönern, aber das machen wir gleich. Wir aktivieren es jetzt erstmal, um mal zu schauen, was passiert. Da ist er drin. Ich habe das hier auch schon vorbereitet mit Proxy Manager und das ist ein HTTPS. Und wenn ich da jetzt einen Reload mache, dann klappt das noch nicht so richtig. Das liegt dann daran, das hätten wir auch in einem Schritt machen können, dass wir noch gar kein Zertifikat vergeben haben. Das machen wir jetzt hier über SSL. Und den habe ich schon mal gemacht. Den nehmen wir jetzt auch. Ich will das auch erzwingen. Und jetzt sollte es funktionieren. Wenn ich jetzt einen Reload mache, da passiert die Magic. Jetzt bin ich drauf. Jetzt kann ich wieder den und mich wieder anmelden mit dem MRMCD. Classroomtux.de. Ja, das stimmt. Ja, geht doch. Und dann bin ich auch da drauf. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Und jetzt könnte ich auch, weil da brauche ich jetzt den Tunnel nicht mehr für. Also, Moment, ich gehe nochmal einmal zurück. Ich mache einen Reload, dass ihr seht, das funktioniert noch alles. Das ist über den Tunnel. Ich mache einen Reload, funktioniert auch noch alles. Ich beende den Tunnel. Ja. Gehe wieder zurück. So, und wenn ich jetzt einen Reload mache, na, hier das mit dem Tunnel hier oben, sieht man, funktioniert denn nicht mehr. Aber das hier, kann ich einen Reload machen, funktioniert noch. Das ist also die dritte Möglichkeit. Die ist auch ganz charmant, welche man jetzt nimmt, die zweite oder die dritte. Hängt ja, von den persönlichen Präferenzen ab. In dieser Variante ist der Port natürlich von allen immer erreichbar. In der Variante davor nur dann, wenn ich mich gerade reintunnel. Ja, sonst ist er nicht erreichbar. Also das zweite ist noch ein bisschen besser, also sicherer als das, was ich jetzt hier habe. So, und das Ganze mache ich jetzt auch mit den Verbleibenden. Ich füge noch zwei Hosts hinzu, nämlich den Apache, den ich ja vorbereitet habe und schon gestartet habe. Den nenne ich auch so. Das ist auch ein HTTP und das ist die IP-Adresse 110. 10.10.172.110 und das Feld darf nicht leer bleiben, das ist ausgegraut. Ich muss da auch die 80 eintragen, sonst funktioniert es nicht. Speichern wir das Ganze jetzt im Nginx. Da ist gerade irgendwas schief gelaufen. Okay, Moment. Ich glaube, ich hatte vergessen, oben abzudrücken. Muss ich einfach nochmal eintragen. So, hier steht auch drin. Alles klar. Und das machen wir so mit Nginx und dann sind wir eigentlich durch. Add Proxy Host. Ja. Das ist der mit dem 190. Den 80 noch eingeben. Auf Save. So, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, ja, dann funktioniert das auch nicht. Ich wollte ja auch noch eine sichere Verbindung gleich machen. Halt bei beiden, ne? Ja, HTTPS. Das heißt, wir müssen doch noch mal kurz reingehen. Das sollte jetzt funktionieren. Wir requesten ein neues, wir wollen das erzwingen. Das ist die E-Mail-Adresse
Agree Safe, das war für den Apache. Kann man auch bei dem, wenn man es anlegt, in einem Schritt machen, muss man keine zwei Schritte draus machen. So, und das machen wir auch mit dem Nginx. Request new force. Die Adresse stimmt. Akzeptieren. Save. So, und das war's. Wenn ich jetzt hier raufgehe, das ist jetzt der Nginx und ich mache einen Reload, dann sollte es funktionieren. Haben wir. Welcome to Nginx. Ihr seht hier oben HTTPS. Wenn ich draufklicke, Verbindung ist sicher. Verifiziert von Let's Encrypt. Das gleiche mit. Ah, nee. Hört ihr mich noch? Ja. Ja, ich muss mal ganz kurz, das ist jetzt gerade kurz vor Schluss, dann ist der Rechner hängen geblieben. Also mein Bildschirm eingefroren. Ich hoffe, ich bin gleich noch da. Ein paar Sekunden. Willkommen zurück. So, könnt ihr mich hören? Ja. Ah, wunderbar. Okay. Ja, dann hat er jetzt geteilt oder nicht? Ich sehe es mich noch nicht. Nee, hat er, glaube ich, noch nicht. Ich teile noch mal. So, jetzt sieht es auch besser aus. Okay. In den letzten Sekunden, irgendwie der Mac, der friert dann auf einmal ein. Das, also eben mit Nginx habt ihr noch gesehen, hat geklappt. Jetzt bin ich bei dem Apache. Ich mache jetzt hier auch einen Reload und dann seht ihr die Begrüßungsseite vom Apache. Ja? Also auch das heißt, ich habe jetzt nicht nur eben schnell und einfach was dahinter, also mehrere Systeme dahinter aufgesetzt, sondern die ganzen auch eben schnell mit dem HTTPS, also dem SSL-Zertifikat versehen. Das finde ich eine sehr schöne, bequeme, einfache Sache. Ja, und ich glaube, damit wären wir sonst so weit durch. Wenn ich auf die Zeit schaue, haben wir es gerade so geschafft. Vielleicht noch ein paar Minuten für Q&A, wenn wir das hinbekommen. Gibt es hier im Raum irgendwelche Fragen? Keine? Ah, hier vorne. Hallo nochmal. Magst du noch zwei, drei Wörter einmal über die Updates vom Proxmox selber verlieren? Im Sinne von No Subscription und Enterprise Repository. Ah, ja,
Moment, du meinst, glaube ich. Moment. Geh mal kurz wieder rein. Was fängt denn damit wieder an? Ach, ich bin am falschen. falscher Browser. So, einen Moment. Ja, dann sehe ich euch auch wieder. So, wo haben wir es? Du meinst nicht die Updates, sondern die Subscriptions. Da unten. Ja? Nee. Wo haben wir sie denn? Also ich habe noch keinen, also ich mache das nicht, wie soll ich sagen, beruflich oder enterprise-mäßig. Ne? Es gibt wohl diese Subscription für den mehr oder weniger Privatgebrauch, irgendwas mit 80 Euro habe ich im Hinterkopf. Und diese Meldung, wenn man sich anmeldet, die kann man auch wegbekommen. Da gibt es ein paar Tricks. Ja, ist so semi-gut. Ich finde, die das gemacht haben, haben eine gute Arbeit gemacht, die haben auch ein bisschen Geld dafür verdient. Dennoch finde ich es jetzt gerade nicht. Weißt du zufällig wo, aus dem Kopf, wo das ist? Ah, hier war es genau doch, Repositories, ne? Da sind doch, genau, da haben wir es doch. Ja. So, also in den aktuellen Versionen braucht man ja auch nicht mehr viel machen. Früher musste man auch noch immer diese, wie hieß sie denn, No Production irgendwie hinzufügen. Brauchst du heute alles nicht mehr machen. Aber ich weiß nicht, ob ich deine Frage da so beantworten kann, wie du sie gerne hättest. Wahrscheinlich möchtest du ein bisschen die Vor- und Nachteile rausgearbeitet haben, oder? Im Endeffekt beantwortet das die Frage. Der Wunsch war, dass du zwei, drei Wörter mal kurz drüber verlierst. Das passt. Mir ging es im Endeffekt darum, im Default von Proxmox hat er ja das Enterprise-Repository drin, welches standardmäßig keine Updates installiert. Wenn man dann das No-Subscription aktiviert, dann zieht er auch für den Proxmox selber und nicht nur fürs Debian-Updates. Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, dass er das Enterprise standardmäßig hat. Das war, glaube ich, mal. Das ist das, was ich meine. Das war mal anders. Das musste man per Hand noch machen. Das ist aber seit einigen Versionen nicht mehr so. Ich habe jetzt hier die 8.7.2. Ne? Der hat bei der Installation automatisch ein Update gemacht. Du siehst hier, der bietet auch was an. Ne? Also der hat auch hier, könnte ich jetzt ein Update machen. Und wenn ich das länger nicht benutze, die Liste, die füllt sich und ich mache da immer Updates. Also ohne Probleme. Ich habe da gar nichts irgendwo eingestellt. Ich übernehme hier die Defaults. Okay, dann habe ich was gelernt. Ja, das finde ich toll, dass sich das gelohnt hat. Ja. Also ich finde das sehr hilfreich, auch wenn es jetzt hier sehr klein ist und ich jetzt erst so, wenn man diesen Ninja-Monitor quasi oder Ninja-Fenster zu mir hinschieben kann, dass ich ein bisschen auch euch sehe oder dass man auch in eine Interaktion kommt. Ich habe auch schon ein paar gemacht, da kann ich nur reden. Aber der Weg zurück, der funktioniert nicht. Das gefällt mir richtig gut. Dann sage ich vielen Dank für die Präsentation, Tomo. Einen herzlichen Applaus. Gut, dennoch danke von mir auch an die Technik, habt ihr super gemacht. Also das war von dem, was ich so kenne, auch im beruflichen Umfeld mit das Beste. Ja, also sehr schnell, wie wir das hinbekommen haben hier und dass ich auch ein bisschen euch sehe oder sehe, was da vorne passiert, ne, zumindest theoretisch sehen kann, klasse gemacht. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Wir sehen uns ja nachher nochmal. Ich glaube, weiß ja auch, ob in diesem Raum ein Part habe ich heute noch. Genau. Und ja, dann viel Spaß noch auf der MRM-CD.